Ich habe schon gesagt, das Impulsreferat kommt von Vanessa Isabel Reinwand-Weiß. Sie ist Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Wer war schon einmal dort und hat an einem Seminar, an einer Fortbildung teilgenommen? Also einige von Ihnen kennen das. Ich habe nachgeschaut, der Verein ist 1986 gegründet worden, also ein bisschen früher als Kulturkontakt Austria. Und der Impulsvortrag, den wir jetzt hören werden, beschäftigt sich mit dem Thema oder trägt den Titel Teilhaben. Dann auch gleich die Frage, wer, woran, wozu und wie. Schlaglichter auf Bildungsgerechtigkeit und kulturelle Teilhabe aus deutscher Perspektive. Also wir werden vielleicht sehen, wo es hier Parallelen oder auch Unterschiede gibt. Vanessa Reinwand-Weiß hat sich beschäftigt in ihrem Studium mit Pädagogik, Theater und Medienwissenschaften und hat 2007 abgeschlossen mit einer Arbeit zu Bildungs- und Lernprozessen im Theaterspiel, hat promoviert an der Universität Erlangen-Nürnberg und hat dann eine Studie zur frühkindlichen Bildung an der Universität Fribourg in der Schweiz angeschlossen, hat eine Professur am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim gehabt und ist seit 2012 Direktorin der Bundesakademie in Wolfenbüttel. Und auch als ehrenamtliches Mitglied und Gründungsmitglied des bundesweiten Netzwerks Forschung kulturelle Bildung und im Rat kultureller Bildung tätig. Bitte, Frau Reinwand-Weiß. Ja, schönen guten Abend. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich ein drittes Mal bedanke, aber meine Worte wurden noch nie gedolmetscht in Gebärdensprache und ich finde es auch faszinierend. Vielen Dank. Zunächst herzlichen Glückwunsch dem Geburtstagskind. Ich finde Kulturkontakt Austria, ich kenne die Einrichtung seit ein paar Jahren erst, ist eine ganz tolle und eine wichtige Einrichtung, die sich Österreich hier leistet. Und das 25-Jährige sollte Grund dafür sein, das zu feiern und das vor allem sich auch weiterhin zu leisten. Vielen Dank für die Einladung. Ich werde heute in meinem Vortrag, der Titel wurde schon genannt, aus einer deutschen Perspektive sprechen. Ich glaube, dass wir nicht so weit voneinander entfernt sind, aber sehen Sie meinen Vortrag als einen Einstieg in unsere Diskussion später und dass wir dann einfach gemeinsam diskutieren, wo sind eventuell Parallelen, wo sind Unterschiede. Wahrscheinlich eben, wie gesagt, mehr Parallelen als Unterschiede. Und sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen heute nichts Neues erzählen werde. Sie alle sind Experten kultureller Bildung und das, was ich Ihnen heute erzählen werde, das haben Sie in vielfältigen Kontexten schon gehört und selber vor allem eben auch erfahren. Aber zu Beginn eines solchen Abends ist es ja vielleicht ganz schön, es nochmal in anderen Worten wiederzuhören. Das Thema Teilhabe, das ich mir gewählt habe oder das ich auch diese Abend gewählt habe, bietet sich als Laudator für Kulturkontakt an, da es bereits älter ist als das Geburtstagskind. Es ist, wie gesagt, nichts Neues, dieses Thema, aber es ist vielleicht noch gut, das einmal kompakt zu betrachten, weil man sehr schnell merkt, und das habe ich bei der Vortragsvorbereitung auch gemerkt, dass es an den Rändern ausfranst. Ich werde also jetzt mit Teilhabe beginnen und Sie werden merken, ich werde bei einem anderen Thema enden. Teilhabe erlebt jetzt zumindest in Deutschland wieder eine Renaissance und aus meiner Sicht ist Teilhabe nicht gleichzusetzen mit Partizipation. Partizipation, wenn wir uns das Wort einmal anschauen und dem nachhören, dann heißt an etwas partizipieren, mitmachen. Wir denken auch immer an mitmachen, wir denken an eine Mitmachkultur. Und es hat etwas Leichteres als dieses Wort Teilhabe. An etwas teilhaben, Teil von etwas sein, etwas ganz grundlegend mitgestalten. Nicht missgestalten, hoffentlich nicht missgestalten, sondern mitgestalten. An etwas teilhaben ist also oder beinhaltet so etwas wie Verantwortung. Wenn ich Teil von etwas bin, dann habe ich auch Verantwortung für dasjenige und ich mache nicht einfach nur so mit und ziehe mich danach wieder raus. Insofern ist Teilhabe ein sehr gewichtiges Wort und erstaunlich, dass es eben jetzt in diesen Tagen wieder eine Renaissance erfährt, wo gerade Verantwortlichkeiten ja eigentlich eher zurückgehen. Ein kurzer historischer Abriss, um den wurde ich gebeten, aber auch das wurde bereits angesprochen. Die Debatte um kulturelle Teilhabe beginnt mit dem Buch von Hilmar Hoffmann, das schon zitiert wurde, Kultur für alle, 1979 in meinem Geburtsjahr. Kultur für alle und von allen war Hilmar Hoffmanns Stichwort. Und es ging hier
nicht mehr um dieses nach dem Krieg, um diese Hochkultur, sondern es ging mehr darum, eine demokratische Bewegung von unten zu gestalten, Menschen, heute würde man sagen, es geht um Empowerment, Menschen also selbst zu ermächtigen, und es geht eben nicht darum, Kultur nur als unpolitischen Freizeitvertreib, wie es eben vor allem nach dem Krieg und wie es in dem Titel der musischen Bildung noch anklingt, tatsächlich der Fall war. Dieser Slogan, Kultur für alle und von allen, wird häufig auch falsch verstanden. Er bedeutet, jeder hat Kultur, nicht jedem muss Kultur gebracht werden, sondern jeder hat schon Kultur und jeder gestaltet Kultur mit. Es gibt also keine, im Denken Hoffmanns gibt es keine sogenannte Hochkultur, die an die Leute gebracht werden soll oder an ein Publikum, das eben noch keine Kultur hat. Zweitens sieht er darin, dass staatliche Kultureinrichtungen die Verpflichtung haben, für alle da zu sein und dass eben genau Nutzungsbarrieren abgebaut werden und eben diese sogenannte Hochkultur auch von ihrem Sockel gestoßen wird. In den 70er Jahren hat also diese Bewegung begonnen, von unten. In den 80er und 90er Jahren in Deutschland hat eine Professionalisierung des Feldes stattgefunden, der kulturellen Bildung und der Kulturvermittlung. Das heißt, Teilhabeangebote wurden tatsächlich auch etabliert, wurden vermehrt etabliert. Es ging um politische Mitbestimmung und das hatte konkrete Folgen in der Gründung von zahlreichen Institutionen. Ich nenne nur den Deutschen Kulturrat oder die Kulturpolitische Gesellschaft oder auch den Studiengang Kulturpädagogik in Hildesheim, den einige von Ihnen kennen werden, der sehr bekannt ist und auch heute nicht mehr unter Kulturpädagogik firmiert, sondern unter Kulturvermittlung, weil Kulturpädagogik nicht mehr sexy genug war. Aber im Prinzip sind die Inhalte nach wie vor da und kommen auch wieder vermehrt. Es ging also in den 80er, 90er Jahren um eine Etablierung dieses Feldes, um eine Professionalisierung, um eine Ausweitung des Angebots. Seit 2000 erleben wir relativ überraschend nun einen Aufschwung der kulturellen Bildung und damit eben auch der kulturellen Teilhabe. Woran liegt das? Aus meiner Sicht gibt es viele verschiedene Gründe, warum dieser Aufschwung stattgefunden hat. Einmal der sogenannte PISA-Schock in Deutschland, dass die deutschen Schüler eben nicht so gut abgeschnitten haben in PISA, wie man das eigentlich vermutet hat, und damit die Diskussion über ein besseres Bildungssystem wieder en vogue wurde und wieder auch in der Politik gehört wurde. Über Bildungsgerechtigkeit wurde vermehrt debattiert und eben das Thema Teilhabe auch wieder aktueller. Es ging um den Ausbau der Ganztagsschulen und hier um die Füllung des Ganztages. Und am Anfang stand in der Debatte, dass der Ganztag natürlich nicht von den Lehrern gefüllt werden sollte, sondern von außerschulischen Partnern und natürlich in erster Linie von Sport oder eben auch Kunst- und Kulturpartnern. Also das trug auch dazu bei, die kulturelle Bildung aus meiner Sicht zu befördern. Man stellte zwar fest, dass eben in den 80er, 90er Jahren und eben dann auch 2000 eine Angebotsausweitung zwar stattgefunden hat, aber dass die Nutzung staatlicher Kulturinstitutionen, und das wissen Sie, weiterhin sehr milieuspezifisch geprägt ist und natürlich von den Bildungshintergründen abhängen, bei Kindern und Jugendlichen eben von dem Bildungsstand des Elternhauses. Nur circa 10%, diese Zahl wird immer wieder zitiert in Deutschland, nur etwa 10% sind Nutzer, dauerhafte Nutzer dieser staatlichen Kultureinrichtungen, wenn überhaupt. Aber alle tragen natürlich dazu bei, dass diese staatlichen Kultureinrichtungen auch am Leben gehalten werden. Insofern muss man sich natürlich fragen, ob kulturelle Bildung und auch Kulturvermittlung ihr Ziel tatsächlich erreicht haben. Das allgemeine Thema Teilhabe ist also aktueller denn je, denn gesellschaftliche Teilhabe konstituiert sich mindestens aus meiner Sicht durch vier Dimensionen. Nämlich einmal durch eine politische Teilhabe, eine soziale Teilhabe, eine ökonomische und eben eine kulturelle. Und bei der kulturellen Teilhabe würde ich sagen, ist das sogar der Schlüssel zur Teilhabe überhaupt. Kulturelle Teilhabe ist aus meiner Sicht so wichtig, da das kulturelle und symbolische Kapital, also Geschmacksausbildungen, Ausdrucks- und Umgangsformen, Bildung auch in kapitalisierter Form, also eben mit Pierre Bourdieu zu sprechen, die feinen Unterschiede maßgeblich unseren Habitus bestimmen. Und daher hat die kulturelle Teilhabe
oder eben auch das kulturelle Kapital Einfluss auf unser ökonomisches und soziales Kapital sowie unsere politischen Einflussmöglichkeiten. Also das heißt kulturelle Teilhabe als tatsächlich ein wesentlicher Schlüssel zu den anderen Teilhabeformen. Aber natürlich dürfen wir bei dieser ganzen Diskussion nicht verhehlen, dass gerade kulturelles Kapital eben auch und eben ganz im Besonderen Distinktion hervorbringt und Ausgrenzung hervorbringt. Das ist die Krux, in der wir als Vermittler immer stehen. Denn auf der einen Seite geht es eben, produzieren wir durch Kulturvermittlung einen bestimmten Habitus, der auch Ausgrenzung provoziert. Auf der anderen Seite wollen wir genau das eben nicht oder genau das abschwächen. Also in gewisser Weise sind wir immer in einem Dilemma in der Kulturvermittlung. Das Frustrierende, wenn man sich diesen kurzen historischen Abriss anschaut und auch den Boom kultureller Bildung jetzt nach 2000 und in den letzten 15 Jahren ist, dass trotz dieser großen Anstrengungen der ganzen Programme, die zumindest in Deutschland und sicherlich auch hier in Österreich durchgeführt wurden. Ich nenne nur ein paar, auf die können wir vielleicht nachher in der Diskussion noch eingehen. Kultur macht stark, haben Sie sicherlich gehört, ein Riesenprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Kulturagentenprojekt, Kulturagenten in die Schulen. Das Bildungs- und Teilhabepaket, 10 € pro Monat für Kultur an Familien, die benachteiligt sind, ökonomisch benachteiligt sind. Verbindung von Schule und außerschulischen Einrichtungen, um nur ein paar Ansätze dieser Programme zu nennen. Also das Frustrierende daran ist, dass eben dieser Trend, dieser allgemeine Trend der kulturellen Bildung, des Mehr an kulturellen Bildung einer Armutsschere entgegensteht und Bildungsungleichheiten sehr, sehr stark sind in unserer Gesellschaft und dass wir auf der einen Seite eben tatsächlich mehr kulturelle Bildung haben, von der wir uns erhoffen, dass sie genau Bildungsungerechtigkeiten auch abschwächt und auf der anderen Seite genau das Gegenteil sehen, dass Bildungsungerechtigkeiten nämlich verstärkt werden. Die objektive Kulturnutzung, und das hat das zweite Jugendkulturbarometer vom Zentrum für Kulturforschung herausgefunden, die steigt tatsächlich. Also Kinder und Jugendliche haben in diesen letzten 15 Jahren seit 2000 tatsächlich verstärkt an kulturellen Angeboten partizipiert. Allerdings, wenn man die Kinder und Jugendlichen fragt, ist das Kulturinteresse zurückgegangen. Und das ist natürlich ein Befund, der auch schockierend ist. Wenn wir sagen, wir bringen eigentlich Kinder und Jugendliche vermehrt in gerade staatliche Kultureinrichtungen, aber das Interesse wird eben nicht gesteigert. Zumindest das ergab die Befragung. Also müssen wir uns tatsächlich fragen, haben wir die richtigen Rezepte? Und waren das eben bislang die richtigen Maßnahmen, die wir ergriffen haben? Aber es muss natürlich auch davor gewarnt werden, dass wir als Kulturvermittler oder als Tätige in der Bildung, als Tätige in der Kultur immer als Messias auftreten wollen und kulturelle Bildung als Allheilmittel sehen. Gerade Schule ist immer noch ein System der Selektion. Neoliberale Tendenzen verstärken sich, zumindest in Deutschland, auf den Arbeitsmärkten. Sozialsysteme werden beschnitten. Es findet eine Umverteilung statt von unten nach oben. Und das sind natürlich alles soziale und gesellschaftliche Realitäten, gegen die kulturelle Bildung allein und Kulturvermittlung nicht ankommen kann. Das müssen wir sehen. Nichtsdestotrotz sollten wir da den Kopf nicht in den Sand stecken und sagen, na gut, wir können sowieso nichts tun, sondern auf die Details schauen und uns nochmal fragen, betrachten wir das Thema Teilhabe konkreter und schauen wir, an welchen Punkten wir ansetzen können. Um wen geht es eigentlich, wenn wir um kulturelle Teilhabe sprechen? Programme wenden sich normalerweise, wenn es um Teilhabe geht, an bildungsbenachteiligte Gruppen. Hier werden dann oft Hauptschüler, Hauptschülerinnen, Migranten, Migrantinnen, Behinderte in einen Topf geworfen. Schubladendenken entsteht schon oft in der Konzeption der Programme. Da werden Ausstellungen für türkische Kinder und Jugendliche gemacht, ein Theaterprojekt für Behinderte und ein Kunstprojekt mit Obdachlosen. Man wendet sich damit vermeintlich, und das habe ich schon angedeutet, gegen eine soziale Wirklichkeit, die man als Vermittler aber mitkonstruiert und mit auch dazu beiträgt, diese zu zementieren. Das ist eben eine Sache, die wir immer reflektieren müssen in Vermittlungskontexten. Aus meiner Sicht ist deswegen der Begriffswechsel von beispielsweise Interkultur zu Transkultur
und zum Konzept der Diversität und Inklusion keine wissenschaftlichen Spitzfindigkeiten. Wir hören in Deutschland oft, dass darüber gestritten wird, sagen wir jetzt Interkultur oder sagen wir Transkultur. Da geht es nicht darum, um diese Begriffe und eben um diese wissenschaftlichen Spitzfindigkeiten, sondern es geht tatsächlich um andere Konzepte und um eine ganz andere Haltung. Konzepte wie Diversität und Inklusion, das wissen Sie, erkennen die Heterogenität der Gesellschaften des 21. Jahrhunderts an und sehen in ihr ein Potenzial, das es zu nutzen gilt und eben nicht ein Defizit, das es auszugleichen gilt. Um wen geht es also? Aus meiner Sicht um uns alle. Kulturelle Teilhabe heißt, gesellschaftliche Ermöglichungsbedingungen für alle zu schaffen, um an den politischen, sozialen und ökonomischen gesellschaftlichen Realitäten, und das ist wichtig, es gibt nicht eine, nämlich unsere Realität der Kulturvermittler, sondern es gibt mehrere Realitäten, umfassend Anteil zu haben und diese tatsächlich auch mitzugestalten. Wie das natürlich im Einzelnen und in Bezug auf unterschiedliche Interessensgruppen und Startbedingungen geschehen kann, ist immer wieder gesellschaftlich neu auszuhandeln und bedarf immer wieder erneuter Anstrengungen. Dieser Abend ist auch ein Zeichen dafür, dass sich Menschen zusammenfinden, um über das Thema Aushandlungen zu treffen. Und wenn wir darüber sprechen, haben wir immer mit einer Auseinandersetzung mit Machtstrukturen zu tun. Also das heißt, immer verhandeln wir eigentlich, wer hat das Sagen. Viele von Ihnen werden jetzt sagen, naja, das, was Sie von uns hier fordern als Kulturvermittler, das machen wir doch schon. Gehen Sie aber nochmal kritisch mit sich ins Gericht. Wie oft geht es in Vermittlungsprozessen, und nun zitiere ich Carmen Mörsch, um den inferioren Anderen? Also das heißt, doch die Überheblichkeit einer Vermittlungsperspektive und die richtige Perspektive inne zu haben und eben das dem inferioren Anderen, und gut gemeint ist da nicht unbedingt gut gemacht, zu übermitteln. Vermittlungshandeln braucht aus meiner Sicht ganz, ganz viel Demut, um sich auf andere Weltsichten und Perspektiven einzulassen. Das ist ein Punkt, den wir alle wissen, aber an den wir uns immer wieder erinnern sollten. Kulturelle Teilhabe, woran? Es geht immer auch um die Gegenstände, und über die Gegenstände unterhalten wir uns eigentlich relativ selten. Es geht eben nicht um Hochkultur und es geht auch nicht um Kunst. Es geht um die Kultivierung einer Vielfalt von ästhetischen Praxen. Wir leben in einer ästhetischen Welt. Wir sind von Bildern und Bildaussagen tagtäglich umgeben. Wir kaufen uns technische Geräte bloß, weil sie schön aussehen, nicht unbedingt, weil sie technisch besser sind. Kinder benötigen bestimmte Marken, um dazuzugehören. Ästhetik hat in unserem Alltag eine ganz, ganz hohe Relevanz. Und deshalb ist es auch wichtig, hier Kompetenz zu vermitteln, nämlich eine Entlarvungskompetenz, was die Bilder und die Bildaussagen angehen, und eine Orientierungskompetenz, mit diesem ästhetischen Überschwall, der uns täglich entgegensteht, umzugehen. Es geht hier aber, wenn ich von ästhetischen Praxen rede, nicht um eine Beliebigkeit. Also alles ist möglich, alle Gegenstände können wir zum Gegenstand kultureller Bildung machen. Aus meiner Sicht, ja, danke. Das ist die Zeitansage, ich muss mich begrenzen. Ich beeile. Genau. Die Qualität ist aus meiner Sicht nötig, wenn wir über die Gegenstände reden, der kulturellen Bildung und der Kulturvermittlung. Wir müssen also, wenn es um Qualität geht, nicht uns unbedingt an Kunstwerken orientieren, sondern an Dingen wie Leiblichkeit, an Dingen wie Komplexität. Inwieweit ist dieser Gegenstand komplex? An Ambiguität, inwieweit ist er vielschichtig, inwieweit ist er schillernd, inwieweit vermittelt er eine Ganzheit und inwieweit ist es möglich, uns durch diesen Gegenstand oder ja, über diesen Gegenstand in uns etwas anzurühren, also so etwas wie eine Resonanzerfahrung zu schaffen. Das sind aus meiner Sicht wichtige Punkte, über die wir zu wenig sprechen, nämlich die Qualität unserer ästhetischen Gegenstände, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Meistens reden wir über Rahmenbedingungen, Kontexte, über Finanzen, über noch vielleicht die Professionalität der Akteure, aber ganz selten reden wir tatsächlich über unsere Gegenstände. Komme ich zum dritten Punkt, wozu kulturelle Teilhabe? Vorhin habe ich gesprochen von den Ermöglichungsbedingungen für alle. Es geht also um eine ästhetische Orientierungskompetenz sowie eine biografische Orientierungskompetenz. Es geht um Identitätsarbeit, um Sinnsuche, um persönliche Grenzziehungen. Wo ist meine Grenze? Wo kann ich noch mitgehen in einer Welt, die so viele Möglichkeiten bereitstellt? Es geht um eine Anerkennungskultur. Es geht um transkulturelle Kompetenzen, um zivilgesellschaftliche Kompetenzen.
Doch diese ganzen Möglichkeiten haben auch eine Kehrseite. Und hier ein Zitat von Max Fuchs, dem jahrelangen Vorsitzenden des Deutschen Kulturrates und jetzt im Unruhestand. Was ursprünglich zur Vision eines autonomen Subjektes gehört hat, nämlich die Selbstgestaltung des eigenen Lebens, wird im Rahmen der neoliberalen Denkweise zur vollständigen Überantwortung der Lebensrisiken auf den Einzelnen. In dieser Denkweise wird aus dem autonomen Subjekt eine Ich-AG, ein Unternehmer der eigenen Arbeitskraft. Hier kritisiert Max Fuchs eben genau diese Haltung und das ist die Kehrseite dieser Ermöglichungsperspektive, die wir alle schaffen wollen. Also wozu kulturelle Teilhabe? Eben um diese biografische Orientierungskompetenz zu schaffen, die uns bewahrt, in die eine oder in die andere Seite zu kippen. Und natürlich auch die davor bewahrt, mit denen wir zu tun haben. Letzter Punkt, kulturelle Teilhabe, wie? Das ist jetzt der schwierigste Punkt. In der Publikation, in der letzten Denkschrift des Rates, haben wir das eingeteilt in eine individuelle Perspektive, in ein Teilhaben wollen und in eine strukturelle Perspektive, nämlich ein Teilhaben können. Komme ich zuerst zum Wollen. Man kann nur lieben, was man kennt, aus meiner Sicht. Deswegen geht es darum, Zugänge zu anderen Weltsichten zu ermöglichen und Diversität in diesen Weltsichten zu ermöglichen. Es geht vor allem, und über diesen Begriff streiten wir in Deutschland im Moment viel, um eine Grundversorgung bzw. ästhetische Alphabetisierung. Mit ästhetischer Alphabetisierung ist aus meiner Sicht nicht gemeint eine Einführung in die Hochkultur, in die sogenannte Hochkultur, sondern das Lesen und Verstehen unterschiedlichster Zeichen und Symbole, zum Beispiel eben Musik auch aus anderen Kulturen. Also das heißt, es gibt nicht eine bestimmte Leitkultur, sondern eine Einführung und ein Umgang, ein Erlernen von bestimmten Symbolen und Zeichen ist wichtig, eben auch wenn wir mit verschiedenen Kulturen es oder gerade wenn wir es mit verschiedenen Kulturen zu tun haben. Wollen. Teilhabe wollen geht nur, wenn wir das ganz früh schon wollen sollen. Also das heißt, im Elementarbereich anzufangen, in den Schulen anzufangen. In Deutschland haben wir das Problem, dass der künstlerische Fachunterricht, dass die Lehrer im Moment auf den Barrikaden sind, weil es so viele Programme kultureller Bildung gibt und gleichzeitig der Fachunterricht, der künstlerische Fachunterricht gestrichen wird an den Schulen oder gekürzt wird. Andererseits fällt dieser eben auch häufig aus oder wird fachfremd unterrichtet und es fehlen Zahlen. Also wir haben keine statistischen Zahlen, die tatsächlich uns sagen, wie es um den Kunstunterricht in den Schulen bestellt ist. Also hier muss, glaube ich, sehr, sehr viel getan werden im Bereich der ästhetischen Alphabetisierung, in dieser Grundversorgung in Schulen und eben vor allem auch in Kindergärten. Und Fachlehrer aus meiner Sicht müssen begreifen, dass diese Bewegung der kulturellen Bildung überhaupt keine Konkurrenz ist, sondern dass eigentlich das ein Rückenwind ist, den sie mitnehmen sollten, um in ihrer eigenen Schule kulturelle Bildung zu stärken. Es braucht Teilhabe wollen, natürlich Vorbilder, es braucht Multiplikatoren. Alle, die hier im Raum sind, sind Multiplikatoren. Das ist unglaublich wichtig. Immer wieder in allen Studien, Kinder und Jugendliche kommen durch Multiplikatoren und durch Vorbilder zu Kunst und Kultur zu ästhetischen Praxen. Die Orientierung an Lebenswelt, ohne darin aufzugehen. Es besteht in einigen Programmen eine leichte Gefahr der Anbiederung. Also wir reden immer salopp von Hip-Hop. Wenn wir Hip-Hop machen, dann wenden wir uns an die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen. Das ist natürlich nicht richtig, sondern es ist nicht das, was wir denken, was die Jugendlichen wollen oder die Kinder wollen, sondern natürlich müssen wir in den ernst gemeinten Dialog mit ihnen gehen. Können. Und ich bin gleich am Ende. Abbau von Barrieren. Der Abbau von Barrieren, das wissen Sie, ist wichtig, vor allem für staatliche Kultureinrichtungen und das ist ein umfassendes Konzept, auch das wissen Sie. Es geht um Eintrittspreise, es geht um soziale und physikalische Nutzungsbarrieren, es geht um regionale Angebote, viel ist auf die Stadt konzentriert. Hier, wir sind im Museumsquartier, eine reiche, vielleicht eine der reichsten Gegenden, was Kunst und Kultur angeht. Wie sieht es in anderen regionalen Perspektiven aus? Und wir müssen grundsätzlich Vermittlung neu denken und wir brauchen für Vermittlung einen anderen Status in den Kultureinrichtungen. Also das heißt, Vermittlung ist eben nicht nur das, was dann noch übrig bleibt, wenn halt gerade noch ein letzter Groschen da ist, sondern Vermittlung ist eigentlich das Wichtigste und das Kernelement oder sollte das Kernelement einer staatlichen Kultureinrichtung sein. Ausbau von, auch ein deutsches Schlagwort, ich weiß nicht, ob Sie davon aussprechen, kommunalen Bildungslandschaften. Das heißt, in einer Kommune müssen mehrere Partner zusammenarbeiten, um ein starkes Netz zu schaffen kultureller Bildung, durch das dann, und das ist der Gedanke, auch kein Kind und Jugendlicher durchfallen kann.
Nutzung von breiten Kommunikationskanälen, digitale Medien, Games. Ein großes Thema, die Bundesakademie hat gerade angefangen, sich dem zu widmen, und es ist Games ist viel mehr als irgendwie Ego-Shooter-Spiele oder so, das musste ich auch lernen. Also Games ist wirklich eine ganz, ganz neue Welt. Veränderungen grundsätzlich der Schulkultur, also hin zu einer Kulturschule und zu Angeboten an dritten Orten. Allgemein geht es also und schlussendlich um einen Umbau von diversitätsverhindernden Strukturen in Kultur- und Bildungseinrichtungen. Und aus meiner Sicht ist der Schlüssel dazu, das Personal divers zu machen. Denn wenn das Personal divers ist, ist wiederum vielfältige Teilhabe möglich. Letztlich sind wir, und ich habe Sie schon die ganze Zeit angesprochen, aber Sie merken es, letztlich kommen wir immer wieder bei uns selbst an und bei unserer eigenen Arbeit. Um Teilhabe zu ermöglichen, müssen wir bei uns und unseren Einrichtungen anfangen. Das ist meine grundlegende These. Und ich möchte enden mit einem Zitat von Gerhard Korba, Leiter von Kulturkontakt Austria, um jetzt auch hier dann in Österreich richtig anzukommen. Zitat: Es geht um ein Ins-Recht-Setzen von Unterschiedlichkeit. Das Konzept, und das füge ich jetzt ein, der Teilhabe, Zitat weiter, geht erst auf, also das Konzept der Teilhabe geht erst auf, wenn es uns gelingt, die unterschiedlichen Dimensionen der menschlichen Vielfalt und Divergenz aufeinander zu beziehen. Vielen Dank.